Die TSG Hoffenheim hat ihre Chance auf den Europacup-Einzug fast verspielt. Die Kraichgauer unterlagen am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga 0:1 gegen Werder Bremen. Der scheidende Trainer Julian Nagelsmann verpasste den erhofften Sieg beim Abschied von den eigenen Zuschauern. Johannes Eppelstein, 39., traf gegen die TSG, die neben ihrem Coach auch Spielmacher Kevin Demir bei Bayer Leverkusen und möglicherweise Nationalspieler Nico Schulz Borussia Dortmund verlieren wird. Der 31 Jahre alte Nagelsmann, der die TSG erst vor dem Abstieg gerettet und dann zweimal in den Europacup, Europa League und Champions League geführt hat, wurde vor dem Anpfiff von den Clubverantwortlichen geehrt. Die Fans hatten ein Transparent mit der Aufschrift „Aus dem Abstiegssumpf nach Europa, danke, Julian“ parat. 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Arena hatten die Bremer, bei denen Kapitän Max Kruse, Philipp Wagfrede, Finn Bartels und der gesperrte Davy Klaassen fehlten, bereits in der 4. Minute ihre erste Chance durch Ludwig Augustinsson. Danach übernahm die Mannschaft Nagelsmanns, der alle TSG-Mitarbeiter zu einer Abschiedsparty am Samstagabend nach Heidelberg eingeladen hat, das Kommando. Adam Schalay vergab in der 19. Minute die erste große Möglichkeit der Gastgeber, die ohne Schulz, Benjamin Hübner, Dennis Geiger, Robin Hack und den gesperrten Stefan Posch auskommen mussten. Bremens zweiter Treffer zählt nicht, TSG ohne Durchschlagskraft. Schon nach 24 Minuten musste Werder-Trainer Florian Kohfeldt wechseln. Der angeschlagene Theodor Gebresilassie wurde durch Marco Friedl ersetzt. 3 Minuten später konnte erneut Schalay die Chance zur TSG-Führung nicht nutzen. Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte traf der kroatische Vize-Weltmeister Andrej Kramarić dem Pfosten. 38. Eppelstein machte es Sekunden später auf der anderen Seite nach einem Missverständnis in der Hoffenheimer Abwehr per Kopf besser. Ein Treffer seines Bruders Maximilian wurde nach Videobeweis nicht anerkannt. 43. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Hoffenheimer, Druck aufzubauen. Es blieb aber zunächst bei dem Versuch, Torchancen konnten sich die Kraichgauer nicht erarbeiten. Dagegen waren die Bremer bei ihren Kontern stets gefährlich. Let's block it's why.